schön, dass ich heute spontan dabei sein darf. Und wenn ich das richtig verstanden habe, die Versteckperson für euch heute. Ja, genau. Wir haben ja gern immer Versteckpersonen, die der Hund nicht kennt. Also außerhalb der Rettungshundestaffel, die nicht jedes Mal beim Training dabei sind. Ist ja ganz wichtig, ne? Weil der Hund soll ja jeden Menschen suchen und nicht nur einen, den er kennt. So Jens, dann zeigen wir dir jetzt mal unser Trümmergelände. Ja. Wir haben so einen wunderschönen Bunker zur Verfügung gestellt von der Stadt Wilhelmshaven und da dürfen wir üben. Andrea, wie oft in der Woche trainiert ihr denn? Also wir sind jeden Samstag hier von 10 bis 17 Uhr. Dann gibt es montags nochmal die Möglichkeit zu trainieren und vor Prüfungen wird natürlich dann nochmal kurzfristig ein Training angesetzt. So, lieber Jens, da wir jetzt in unserem Trümmergelände sind, müsstest du bitte als erstes einen Helm aufsetzen, weil wir dich ohne Helm hier nicht laufen lassen dürfen. Wir haben netterweise die Erlaubnis, hier trainieren zu dürfen, weil es halt einem realen Einsatz sehr stark nachempfunden ist. Es sind verschiedene Untergründe, man kann die Versteckperson in die Tiefe verstecken, man kann ein Hochversteck machen und alles mit Materialien, die auch in einem realen Einsatz von Trümmern bei eingestürzten Häusern so sein würden, dass der Hund da gut drauf vorbereitet ist. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir dich am besten verstecken können. Damit es für dich jetzt nicht gleich so ein ganz schlimmes Versteck als Ersthelfer wird, machen wir mal ein bisschen was, wo wir dich nicht ganz so verbuddeln müssen. Das wäre auch, wenn jetzt ein Haus eingestürzt wäre, was tatsächlich so aussehen könnte. Da gehst du hinter, wir packen dich dahinter, der Matthias fasst eben mit an. Ich gebe Jens jetzt eben die Bestätigung. Mein Hund wird mit Futter bestätigt im Futterbeutel. Das heißt, wenn er schön gebellt hat, eine gewisse Bellanzahl gemacht hat, weil der Hund weiß natürlich im Einsatz nicht, dass es um die arme Person geht, die gesucht wird. Für den ist der Einsatz einfach ein großes Spiel und er hofft, seine Bestätigung irgendwann zu kriegen. Egal, ob es jetzt Futter ist oder ein Spieli. Jetzt können wir Pepper aus dem Auto holen. Ja, Pepper ist natürlich jetzt mega aufgeregt. Also ich bin jetzt vielleicht 5 Minuten hier versteckt. Und ich bin warm angezogen. Und es sind definitiv keine Minusgrade. Aber mir wird jetzt schon kalt. Super, toller Junge, feiner Junge, komm schnell, ups, super, so ist fein, hervorragend. Er geht jetzt schon so langsam in Arbeitsmodus, er freut sich, dass er starten darf und möchte zu gerne jetzt loslegen, um die Person zu finden, die wir versteckt haben. Such und Hilfe. Hast du eine Öffnung gefunden, wo du rein konntest? Es war ein sehr einfaches Versteck für Peppers Ausbildungsniveau und das hat er natürlich schnell gefunden. Die Witterung trägt hier draußen sehr gut. Wenn wir den Jens jetzt richtig verpackt hätten mit Steine obendrauf und, hätte er natürlich mehr zu arbeiten gehabt. Ich bin definitiv für draußen und für Winter angezogen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das eine noch längere Zeit wäre, wenn ich mir vorstelle,
dass ich vielleicht verletzt bin, dass was Schweres auf mir drauf liegt. Mir ist jetzt schon kalt, ich habe unglaublich kalte Füße, ich habe einen kalten Popo. Angenommen, es gibt ein Erdbeben und ich bin in meinem Schlafanzug und werde davon überrascht und werde dann verschüttet. Ich kann es mir kaum vorstellen. Es belastet einen natürlich, wenn man die realen Bilder sieht. Und ich denke auch an meine 5 Hundeführerkolleginnen vom BRH, die tatsächlich gestern Abend geflogen sind und da jetzt im Einsatz sind und hoffe, dass die gesund wieder nach Hause kommen. Aber es bestätigt einen auch darin, in dem, was man macht, weil wir machen es ja dafür, dass wir helfen können und dass wir Leben retten können. Und das ist unser Beweggrund, mit der Rettungshundearbeit anzufangen und auch, ich sag mal, selber als Versteckperson in diesen Trümmern zu liegen. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, man kann seine Wochenenden schöner verbringen, aber dann sieht man auch, dass man gebraucht wird. Und dann macht man das natürlich gerne.